Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Just Joomla Teil 4. Die Frage war gerade Teil 4. Warum? Weil ich seit 2015 jedes Jahr einen Just Joomla Vortrag mache, wo ich zeige, was man eigentlich mit dem Joomla Core alles machen kann. Ja, zuerst kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sigrid Kramlinger, bin selbstständig mit WebGrad, habe meine erste Joomla-Webseite 2005 gemacht, 1.0 damals, bin Mitinitiatorin und Organisatorin der Joomla User Group Wien und das stimmt da übrigens nicht, das ist schon der dritte Joomla.de Österreich. Ja, ich habe eben einerseits mit WebGrad.at meine Selbstständigkeit, also ich bin keine Agentur, habe aber ein sehr gutes Netzwerk mit vielen Partnern und Partnerinnen und das zweite ist Data2EU, wo wir, also der Peter Martin und ich, gemeinsam ein Tool zum Erstellen eines DSGVO-Verarbeitungsverzeichnisses gemacht haben. Ja, und jetzt zum eigentlichen Thema, Just Joomla. Mir geht es immer darum, so wenig Extensions wie möglich, also manche Sachen gehen halt im Core nicht, okay, und Overrides. Da haben wir viele Möglichkeiten mittlerweile und ja, damit kann man wunderbar spannende Dinge machen. Und den nächsten Ausschnitt kennen die anderen. Ich habe die Folie, kopiere ich von einem Vortrag in den nächsten, wenn ich Just Joomla mache. Ich hatte eine Installation, das ist jetzt noch 2.5, sah dann so aus. Also das gibt es bei mir nicht mehr mittlerweile. Ja, was der Plan jetzt ist, einerseits, was ich jetzt zeigen werde, nur kurz, letzte Aktualisierung an. Login, Logout Button, angemeldet als, Custom Fields im Template, Template, Schema.org und sowas wie ein Automenü, wenn zum Schluss noch Platz ist. So, Frage. Ich habe da oben letzte Aktualisierung am. Wie würdet ihr das machen? Jemand eine Idee? Ja? Datenbank, Objekt, okay. Ich würde es viel einfacher machen. Ich nehme Modul, Kategorie Beiträge, über alle Kategorien, sortiere nach dem Bearbeitungsdatum absteigend. Und zeige mir nur einen Beitrag an, nur mit dem Datum. Das heißt, das Modul Einrichtung mache ich eben bei der Anzeige, mache wirklich nur das Datum, Bearbeitungsdatum, kann das Format angeben. Ich mache mir ein Layout, ein eigenes, das zeige ich nachher noch, wie das geht. Kann das dann im Modul unter dem Reiter erweitert, kann ich mein Layout aus meinem Template, also Protostar in dem Fall, letzte Aktualisierung auswählen. Kann das im Backend sogar editieren. Da stehen genau 5 Zeilen drinnen. Div, Class, letzte Aktualisierung, dann kann ich es ansprechen im Template. Habe natürlich meine For-Each-Schleife, damit ich das jetzt nicht komplett neu machen muss. Gebe mir jetzt, kann man natürlich mit Language String noch machen, letzte Aktualisierung an. Zeige mir das Datum an. Ich habe alles andere jetzt rausgeschmissen, einfach auch, um es besser zu zeigen und ich brauche es an der Stelle nicht. Genau. Ich bin eben in dem File im Template, HTML-Mod Articles Category und habe mein eigenes Layout, letzte Aktualisierung PHP und ich habe schon an der richtigen Position das letzte Aktualisierungsdatum. Ich kann jetzt in irgendeinen Joomla-Beitrag reingehen. Wenn ich den editiere, ändert sich da Datum und Uhrzeit mit dem heutigen Datum. Und ich bin in ein paar Minuten fertig. Hatte ich in Kundenprojekten, also es sind alles Beispiele, die ich auch in Kundenprojekten umgesetzt habe und da das möglichst versucht habe, möglichst einfach zu machen. Das nächste werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Das ist Login, Logout Button. Wenn ich arbeite da jetzt mit Protostar. Ich habe da den Login Button. Wenn ich auf den Login Button klicke, kriege ich unten das Anmeldeformular. Ganz normal Standard, Benutzername, Passwort. Und was ich aber erreichen will, ist, dass wenn wer registriert ist, dass da nicht Login steht, sondern Logout steht. Macht ja keinen Sinn, der ist ja schon eingeloggt. So, das kann man, also im Protostar-Template müsste man, damit das Menü ausschaut, wenn man keinen Inhalt mit installiert, ist das ja leer. Und wenn ich dann das Menü selbst anlege, das muss ich auf Position 1 legen und ich muss die Menüklassen Suffix navpills eintragen. Achtung, Leerschritt davor machen, sonst hängt er mir das direkt an die Klasse dran. Und dann funktioniert es nicht. Ich brauche 2 Menü-Items. Der eine Menüpunkt ist Login, Anmeldeformular
Und da ist wichtig die Benutzergruppe Guest. Das ist eine eigene Benutzergruppe, das sehen alle, die nicht angemeldet sind. Registriert ist, sehen alle, die angemeldet sind. Und dann gibt es noch öffentlich, das sehen alle, also sowohl die Angemeldeten und die Nicht-Angemeldeten. Also es sind drei verschiedene Benutzergruppen und das Guest sind alle, die nicht angemeldet sind. So, also die sehen Login, die registriert sind, sehen dann das Logout. So, das schaut dann eben so aus, ich bin jetzt nicht eingeloggt, habe da dann eben auch noch die Login-Form, da kennt man es jetzt dann gut, ich logge mich ein, dann habe ich oben den Logout stehen und habe da dann im Login-Form Hallo Sigrid stehen. Ja, da ist die Login-Form. So, als nächstes will ich aber jetzt noch sehen, ich will da nicht, dass da Hallo Sigrid steht und eigentlich finde ich da das Login-Form, das ist ja kein Login-Form mehr jetzt, will ich eigentlich dann ausblenden. Ja? Ich lasse es jetzt aber noch sichtbar. Ich will eigentlich, dass da oben steht angemeldet als Sigrid mit einem Abmelde-Button und ich will mein Profil verlinkt haben. Das ist eine schöne Funktion, die User sehen gleich, ich bin angemeldet und kommen direkt zu ihrem Profil. Wenn ich dann noch zusätzlich den Logout-Button habe, dann habe ich eigentlich alle Funktionen, die der eingeloggte User sehen muss und könnte dann auch meine Login-Form da auf der Seite im Modul verschwinden lassen, habe mehr Platz für Inhalte, die wichtig sind an der Stelle. So, wie mache ich das? Ich mache im Modul Benutzeranmeldung. Ich muss da den Titel, verstecke ich, also ich will das jetzt oben rechts anzeigen. Ich verstecke oben den Titel, Position 0 ist im Protostar die Search-Position oben rechts. Ich will die Begrüßung anzeigen und die Zugriffsebene ist eben registriert. Das heißt, es soll natürlich nur die sehen, die tatsächlich eingeloggt sind. Wenn ich das so einrichte, dann steht da oben Hallo Sigrid, anmelden, genauso wie im Formular. Das will ich jetzt auch wieder überschreiben. So, das eine mache ich einmal als Hallo Sigrid will ich weg. Ich will haben angemeldet als, das heißt, ich mache mir ein Override und ich will aber vielleicht das Login-Form ja trotzdem verwenden. Das heißt, ich mache ein Override, das eigentliche Override-Sprachstring, der heißt Mod Login High Name und ich hänge hinten irgendwas dran, das mit meinem Projekt halt erkennbar ist, in dem Fall halt Just Joomla und schreibe dann, ergänze, also vorher stand da Hallo %S. Ich mache das angemeldet, %S, das %S wird dann mit meinem Benutzernamen ersetzt. Ich gehe dann, da muss man ein bisschen Acht geben, im Template, wenn man sich das Override kopiert in Joomla im Backend, dann kriegt man ein Default und ein Default Logout. Und im Logout steht das, was man sieht, wenn man eingeloggt ist. Also der Logout-Button. Und ich kann jetzt, normalerweise würde ich jetzt beim Layout hergehen und das Default Logout umbenennen. Und an der Stelle muss ich allerdings, das sieht man da jetzt drüben, ich muss beide Dateien umbenennen. Und ich nenne die in dem Fall, also ich kopiere mir die als Default PHP und Default Logout PHP und nenne die dann um in angemeldet PHP und angemeldet Logout PHP. Dann kann ich das richtig in meinem Modul wieder das Layout auswählen. So, wenn wir uns jetzt den Code anschauen, da muss ich auch nicht viel verändern, also im Template Override. Das eine, was ich mache, ich setze mir denn ich will den Profilnamen ja verlinkt haben. Also ich will Sigrid verlinkt haben. Das heißt, ich baue mir da den Link, der zu meinem Profil führt. Dann sehe ich das besser. Und da sieht man, da habe ich den Link. Und da kopiere ich dann den User GetName hinein. Und das Ganze gibt mir den Link. Und den kann ich dann da in meinem Div, also ich habe die ganzen anderen Felder und alles andere da rausgelöscht. Das brauche ich nicht. Ich will wirklich nur dieses angemeldet als und will da eben das Mod Login Highname Just Joomla und dahinter der Link, das heißt, das wird dann mit dem %S ersetzt. Und damit bin ich fast fertig. Ich mache dann noch in meiner Templates Protostar CSS User CSS. Die User CSS wird beim Update im Protostar Template nicht überschrieben. Das heißt, alles, was ich da reinschreibe, bleibt auch noch im Update erhalten. Brauche ich nur diese paar Zeilen und dann kann ich in meinem angemeldet als Modul mein Layout angemeldet auswählen. Das ist dann da, das kommt von meinem Template und ich habe da oben schön stehen, angemeldet als und meinen Abmelde-Button. Jetzt kann ich dann im Prinzip die Logout-Form wegnehmen und ich habe wirklich eine schöne, für die User sinnvolle Buttons, sinnvolle Information, was sie da tun können. So,
Das war eigentlich schon der zweite Punkt. So, jetzt kommen wir zu Custom Fields im Template. Das ist ja auch oft ein Thema. Also ich arbeite sehr gerne mit Custom Fields. Habe gestern eben auch in meinem Showcase einiges gezeigt. Allerdings nicht, wie ich es konkret wirklich im Template einsetze. Ich habe da jetzt ein Beispiel, so eine Filmliste. Ja. Also man versucht ja immer, gute Beispiele zu finden, die man dann in einer Präsentation herzeigen kann. Ich habe da jetzt einfach zwei Felder. Ich habe mir überlegt, ich mache sowas wie eine Filmliste. Habe zwei Custom Fields angelegt. Erscheinungsjahr und Länge kann man natürlich beliebig viele weitere einfügen. Wenn ich mir da jetzt im Frontend dann meine Filme anzeigen lasse, dann habe ich da meine zwei Einträge. Ich habe es jetzt in der Tabelle. Standardmäßig sehe ich dann, wenn ich nichts ändere am Menüpunkt, den Autor und die Zugriffe interessieren mich nicht wirklich. Aussehen möchte ich, dass es so, ich will mein Erscheinungsjahr und die Länge bei den Titeln dort stehen haben. So, wie mache ich das? Ich mache ein Template Override auf die Default. Also ich habe in meinem Template, wenn ich mir das Override für die Kategorie kopiere, habe ich immer den Block und ich habe Default. Und Default ist immer die Tabelle. Und ich mache jetzt, in der Default PHP steht in der Category nichts drinnen. In Wirklichkeit, da steht dann alles bei den Artikeln drinnen. Das heißt, ich gehe auf die Default Articles und dort suche ich mir mal da, wo die For-Each-Schleife startet. Also da, wo dann die einzelnen Items durchlaufen werden. Und wenn ich nicht weiß, was da jetzt, sind die Custom Fields da oder nicht, sehe ich von vornherein nicht. Also es wird immer mehr im Code, dass es auch da ist, also dass die Fields an der richtigen Stelle verfügbar sind. Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich mir zum Beispiel, das geht jetzt Richtung Debugging, ganz einfach, eine schöne Ansicht, ich mache ein Pre und gebe mir mit einem Printr, ich probiere das jetzt einfach einmal, die Variable oder das Objekt heißt Artikel und ich schaue einfach einmal, ob JSON-Fields da sind, so heißen sie normalerweise. Und tatsächlich, ich sehe schon, ich habe da meine Custom Fields, die sind natürlich normalerweise mit der ID aufgerufen. Das Erscheinungsjahr hätte jetzt die ID Nummer 7 zum Beispiel. So, was mache ich jetzt damit? Ich will eigentlich den Filmtitel ja haben. Jetzt kann ich natürlich mit den IDs arbeiten, das ist aber im Code dann ein bisschen mühsam zu lesen. Wenn da steht Custom Field oder JC Field mit der ID Nummer 7, weiß ich dann wieder nicht, was soll denn das, was ist denn das jetzt für ein Wert? Darum möchte ich eigentlich ja den Namen dort sehen und den verwenden können. So, was heißt das jetzt im Code? Das heißt, da wo ich mein Pre hatte, mit dem Printr, wo ich mir das JC Fields aufgebe, da mache ich mir jetzt eine For-Each-Schleife, wo ich durch diese Zeilen durchlaufe. Also man sieht das auch in der Dokumentation auf Joomla, also in den docs.joomla.org, da ist das auch so beschrieben. Ich mache eine For-Each-Schleife, laufe durch die Artikel JSON-Fields und für jedes Field lege ich mir eine eigene Variable da an, die heißt in dem Fall auch wieder JSON-Fields, ich kann die auch nennen meine Variablen oder meine Fields und schreibe immer in die Array-ID, schreibe ich immer den Field-Name und der Wert ist das Field-Value. So, und ich habe das da jetzt in der Slide vergessen, gerade vorher noch ergänzt, danach kann ich auch, also ich kann es immer mit Pre und Printr zum Beispiel machen, oder ich kann einen wahren Dump machen und dann schaue ich mir an, was steht denn in dem JC Fields oder wenn ich das meine Variablen genannt habe, eigentlich drinnen. Und dann sehe ich schon, und das ist jetzt deutlich besser lesbar und jetzt verstehe ich auch, wie meine Felder da zum Beispiel zugeordnet sind. Da sehe ich schon, ich habe das Erscheinungsjahr 2001 und die Länge mit 169 Minuten zum Beispiel. Und da weiß ich dann, okay, wie kann ich jetzt die Felder bei den einzelnen Items aufrufen? So, da genau, da steht das Erscheinungsjahr. So, wie mache ich das jetzt in diesem Default Articles? Das ist ein relativ langes Template-File, weil da die Tabelle aufgebaut wird. Das ist eine Tabelle. Da muss man schon den Code ein bisschen lesen können, aber ich finde, es ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, wenn man jetzt auch nicht PHP-Programmierer ist. Ich glaube, man kann es trotzdem sich da drüber trauen. Es ist nur Frontend, es ist eine Ausgabe, es kann ja in der Datenbank nichts passieren. Also einfach mal ausprobieren und da drüber gehen. So, ich habe da jetzt in diesem Template-File habe ich oben meinen T-Head, also den Tabellen-Head. Da sind einige Spalten drinnen, die kann ich im Menüpunkt optional ein- oder ausschalten. Die habe ich alle rausgelöscht, die sind mir an der Stelle egal, auch um es besser zeigen zu können. Ich habe meine zwei neuen Spalten, Erscheinungsjahr und Länge eingefügt, da jetzt rein hardcodiert. Ich kann das natürlich mir auch von den Fields holen, quasi den Field-Name. Ich kann das auch mit Language-String machen, wenn ich es mehrsprachig brauche. Zur besseren Darstellung habe ich es da jetzt einfach reinprogrammiert.
Ich habe dann als nächstes, habe ich da in der For-Each-Schleife, das habe ich gerade vorher schon auch gezeigt, laufe ich durch meine Fields, also für jede Zeile hole ich mir meine Fields und gebe dann die TDs, also die Zellen, die einzelnen Zellen, fülle ich dann mit den JC-Fields, also einerseits kann ich jetzt darauf zugreifen, JC-Fields Erscheinungsjahr, und da weiß ich, da steht jetzt das Erscheinungsjahr drinnen und da steht jetzt nicht mit ID Nummer 7 und ID Nummer 8, sondern ich kann das jetzt im Code auch gut nachvollziehen, was steht denn da eigentlich. Genau, und dann habe ich schon das Ergebnis, habe mein Erscheinungsjahr und meine Länge da als Tabelle in der Tabelle drinnen stehen. So, jetzt habe ich das natürlich verlinkt. Wenn ich da draufklicke, komme ich dann natürlich auf die Detailsicht. Und das will ich, dass so ausschaut. Ja. Ich habe bei den Filmen, ich will da gar keine, vielleicht will ich eine Beschreibung machen oder nicht, aber ich will auf jeden Fall das Erscheinungsjahr und die Länge. Das kann ich natürlich auch im Standard anzeigen. Ja. Wenn ich normalerweise Felder im Frontend ausgeben will, macht das Joomla standardmäßig. Ich will das jetzt aber, weil wir ja auch über schema.org vorher gesprochen haben, ich will das aber im Code selber steuern, wie die Felder auch ausgegeben werden, und ich will das da direkt im Template machen. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, ich kann für die Felder auch quasi Templates hinterlegen, aber ich will das da jetzt direkt im Code machen. So, wie mache ich das jetzt wieder? Ich gehe wieder in mein Template, in dem Fall eben das Protostar. Das liegt dann eben, die Datei liegt im Ordner Template, Protostar in HTML, com Content, Artikel. Und das jetzt, ich zeige es jetzt mit der Default PHP. Ist in anderen Projekten nicht so ideal, weil das sind alle Artikel, würden jetzt so ausgegeben werden. Das heißt, ich würde mir da jetzt dann wahrscheinlich eine anlegen mit filme.php, mache mir noch eine XML-Datei im filme.php, die kann ich auch von Joomla kopieren, und dann könnte ich mir einen eigenen Menüpunkt dann, sodass die da auch aufgerufen werden. Also dass dann wirklich die Detailansicht auch passt. So, ich frage, was steht jetzt in dieser Default-PHP bei mir aktuell drinnen? Ich habe jetzt auch alles andere rausgelöscht, ich brauche diese ganzen Optionen nicht. Ich will ganz klar selber steuern, was wird ausgegeben. Und ich will einmal nur meine Film-Page haben. Ich habe eine Überschrift, eine H1, da kriege ich den Title, das ist ganz normal Joomla Standard. Und dann will ich wieder schauen, sind eigentlich meine Custom-Fields da oder nicht. Darum mache ich da jetzt wieder ein var-dump this item JC-Fields. Genau, das ist die Zeile, mit wo ich das ausgebe. Und siehe da, ja, ich habe die Fields da, und ich glaube, das war in den letzten, in nicht allen Versionen dann immer da. Also es kann sein, dass in einem Item die Fields nicht da sind, dann kann man sich die auch reinholen, das zeige ich nachher noch kurz. So, wenn ich da, jetzt sehe ich auch wieder, ich habe meine Fields. Was mache ich wieder? Ich hole mir die mit meiner For-Each-Schleife, JC-Fields, speichere die wieder ab, gebe das dann noch einmal aus. Und kann dann wieder sehen, ja, ich habe da meine Custom Fields zu diesem einen Beitrag. So, ist genauso analog zu vorher, nur dass ich halt jetzt direkt im Artikel bin, nehme das JCI Erscheinungsjahr und habe jetzt unten meine Film-Details. Ich habe es jetzt da wieder rein programmiert. Erscheinungsjahr kann ich natürlich wieder mit Sprachoverride oder ähnlichen arbeiten. Gebe das jetzt aus, einfach untereinander. Da steht mein JC-Field Erscheinungsjahr. Ich weiß wieder, okay, da steht mein Erscheinungsjahr und drunter eben die Länge von dem Film. Genau, wenn die JC-Fields nicht im Item, im Artikel oder im User sind, dann müsste ich mir über den JLoader oder Loader dann den Fields-Helper holen und könnte mir das da dann noch reinholen. Dazu gibt es auch auf docs.joomla.org die Dokumentation, wie das dann auch genau funktioniert. So. Jetzt haben wir aktuell, wird das dann schon so ausgegeben, ich habe den Harry Potter und ich habe das Erscheinungsjahr 2001 mit 169 Minuten. So, der Patrick hat vorher in seinem Vortrag von schema.org gesprochen, ist für Suchmaschinenoptimierung extrem wichtig, und gerade Filme zum Beispiel sind da auch, also ich will, dass Google weiß, dass auf der Seite ein Film ist. Wenn ich in Joomla einen Beitrag mache, dann weiß schema.org, also Google weiß, das ist ein Beitrag, weil da steht Artikel oben drinnen. Und ich habe jetzt da meine Seite, meinen aktuellen Code. Moment, das ist da. Filmpage. Ja, genau, und da kommen jetzt meine
meine Schema.org-Auszeichnungen rein. Also ich kann das direkt bei mir im Code machen und das ist keine Hexerei in Wirklichkeit. Ich kann da, ich sage, der Item-Type ist Movie. Normalerweise steht da bei Joomla steht da Artikel drinnen. Brauche ich da nicht, stimmt ja nicht, ist ja kein Beitrag, außer es wäre ein Blogbeitrag oder so, natürlich. Aber in dem Fall ist es eindeutig ein Film. Item-Scope heißt, das ist wirklich, das ist das Item, also das ist der Film. Ich sage dann die Überschrift, ich gebe dann diese Eigenschaften mit. Item Property, also Item Prop, der Name, diese H1-Überschrift ist der Name. Und ich kann dann da unten, habe ich noch das Copyright hier zum Beispiel. Und das setze ich einfach in einem Span rund um den Wert. Weil da in der Mitte steht ja mein Custom Field, Erscheinungsjahr. Und rundherum setze ich mit einem Span das Copyright hier und bei der Länge dann die Duration. Und ich kann das dann im Google Markup Tester, kann ich das dann, da kann ich meine strukturierten Daten testen, ich kann ganze Webseiten testen, ich kann aber auch Code-Snippets testen und ich habe da jetzt einfach den Code-Snippet kopiert und werfe das dort dann an. Ich kann das, den Test durchführen und das, was ich rauskriege, ist, dass das schon erkannt wird. Also ich kriege da rechts das Ergebnis, ich sehe schon, das ist ein Movie. Ich sehe auch der Type, also Type ist ein Movie, der erkennt den Namen, also Google weiß, wie der Film heißt. Copyright hier und Duration werden richtig erkannt. Was ich da jetzt noch nicht habe, ist das Bild. Das ist in dem Fall, wäre das ein Pflichtfeld bei einem Film. Das müsste ich jetzt natürlich noch über Joomla da einbinden. Aber Google weiß schon, auf der Seite steht ein Film drauf. Und ich habe da jetzt keine Extensions. Es wird automatisch, wenn ich einen neuen Film anlege, habe ich automatisch meine Schema.org-Auszeichnung. Und ich habe das auch schon gemacht, so einem Branchenportal mit Locations. Location eignen sich auch sehr gut. Und ich habe es in Sonnenkissen.at von gestern, da haben wir auch die, also das ist ein J2Store-Shop, da haben wir auch die, die haben das zum Teil schon drinnen, aber wir haben dann das noch ein bisschen optimiert, damit da auch dann bei Google zum Beispiel steht, sind die Produkte auf Lager oder nicht. Das sieht man bei eigentlich sehr wenigen Shops, was mich immer wieder wundert. Genau. So, dann habe ich jetzt noch, das war soweit, Custom Fields, Schema.org. Dann habe ich gestern habe ich noch gezeigt in meinem Vortrag Automenü. Also die Seite bbbet.de, die hat Ausgaben, die haben 25 Beiträge. Und ich will nicht einzelne Menüpunkte anlegen, brauche das aber für die Navigation. Also da habe ich rechts die Ausgabe 34, das sind Joomla-Beiträge, die habe ich da drinnen. Ich habe Kategorien und ich will, dass wenn ich einen Beitrag anlege, dass der automatisch im Menü erscheint. Ich brauche keinen eigenen Menüpunkt, die Wartung will ich mir sparen, aber ich will, dass es wie ein Menü aussieht. So, ich mache ein Modul vom Typ Beiträge, Kategorie. Im Backend schaut das bei mir so aus. Ich habe eine übergeordnete Kategorie, die heißt Ausgabe 34 in dem Fall. Und ich habe Unterkategorien, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Achtung da gleich, da ist immer ein Doppelpunkt dahinter, das weiß ich, weil das so gepflegt und gewartet wird und weil ich es an der Stelle dann brauche, um im Menü, nur, ich habe ja da, steht ja, da vorne steht Teil 1, ich will ja nur wirklich dieses Teil 1 anzeigen, ich will ja nicht den ganzen langen Untertitel da anzeigen und da gibt es eben diesen Unterbrechungs-Doppelpunkt, an den ich mich dann im Template orientieren kann. Genau, also das ist meine Kategoriestruktur, da sind dann diese ganzen Beiträge drinnen. Was ich mache jetzt das Modul eben Beiträge. Ich habe da jetzt noch einmal, wie mache ich eigentlich ein Template Override? Ich kann ja das sehr einfach in Joomla im Backend machen. Das heißt, ich gehe auf Erweiterungen Templates, öffne mein Template und habe da den Punkt Overrides erstellen. Da klicke ich drauf und sage, ich will mein Mod Articles Category, das will ich jetzt überschreiben. Das, was ich vorher ja auch schon immer gemacht habe. Wir würden das dann eigentlich in meinem, ich habe da noch so eine FTP-Ansicht im Prinzip, in dem Ordner wäre das dann drinnen, in dem Fall halt eben bei BWB 3, also Version 3 in dem Template, nenne dann diese Default-PHP, die kopiert wird, um auf Automenü-PHP und habe dann, kann ich im Backend ja auch bearbeiten, diese PHP-Dateien, da sieht man auch wieder, wo ich bin, also ich bin eben auf Automenü-PHP und da habe ich dann einmal den Joomla Standard. So, was mache ich da jetzt? Ich kann das Modul Beiträge Kategorie kann gruppieren. Ich kann es nach Datum gruppieren zum Beispiel, ich kann es nach Autoren gruppieren und ich kann es eben auch nach Kategorien gruppieren. Und genau, das zeige ich dann nachher noch.
So, da haben wir jetzt die Einrichtung im Modul. Ich habe natürlich die Kategorie, ist Ausgabe 34. Ich will inklusive der Unterkategorien, dass das angezeigt wird. Ich habe dann den Reiter Gliederung, der ist da vorne. Und da die Beitragsgliederung soll eben nach Kategorie sein. Das könnte ich auch nach Jahren zum Beispiel machen, wenn ich so richtig eine Blogansicht, dann hätte ich das da drinnen. Ich will das in dem Fall nach Kategorie machen. Ich habe eben mein Automenü angelegt. Ich gehe wieder im Modul, kann ich wieder das Layout auswählen, das in dem Fall eben Automenü heißt, kann das da auswählen. So, und was mache ich jetzt in dieser PHP-Datei? Ganz oben wird immer abgefragt, if grouped. Und ich will in diesem Gruppierungsteil natürlich was ändern. Und da, das ist jetzt dieser Teil mit dem Teil 1, Teil 2, ich frage quasi ab, das kann man anders programmieren, kann man so machen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe es da jetzt so gelöst, dass ich suche, ist in diesem Gruppennamen, ist ein Doppelpunkt drinnen. Wenn einer drinnen ist, dann will ich den Teil, der vor dem Doppelpunkt steht, als neuen Gruppennamen da jetzt setzen, damit ich den dann unten ausgeben kann. Und dann der zweite Teil, der da wichtig ist, ist dann, wenn ich wieder, da habe ich wieder so eine For-Each-Schleife, da habe ich For-Each, da laufe ich durch die Gruppe für diese ganzen einzelnen Beiträge und gebe die dann aus. Und das ist das auch, was ich angepasst habe. Und was da wichtig ist, es gibt in Joomla, also da müssten wir jetzt nochmal wissen, diese Seite, die bwpad.de, die hat nicht einen Autoren pro Beitrag, sondern mehrere. Und das habe ich auch über Custom Fields und so gelöst. Und ich will aber in diesem Menü steuern können, was dort steht. Welcher Autor als Menüpunkt, die Autoren stehen als Menüpunkte dort. Und ich verwende den Autor-Alias. Und der Autor-Alias wird immer dann verwendet, wenn was drinnen steht. Sonst verwendet er das normale Autorenfeld. Also wenn ich einen Beitrag anlege, würde er meinen Namen verwenden und Sigrid Gramlinger. Nachdem bei BWPAD in dem Fall ich die Beiträge anlege, würden jetzt überall Sigrid Gramlinger drinnen stehen. Das will ich natürlich nicht, sondern ich nehme mir diese Autorenbezeichnung, kopiere die oder schreibe die in den Autor-Alias hinein und das wird dann da in dem Menü ausgegeben. Das sieht dann eben so aus, dass ich da habe, Ausgabe 34 eben, ich habe den Teil 1, das ist das, was in der Kategorie, im Kategorietitel drinnen steht. Ich habe das, da steht der ganze Kategorietitel und da oben habe ich eben nur Teil 1. Ich habe dann da die Autor-Aliase, die beim Autoren-Aliase, die beim Artikel dann da drinnen stehen und ich habe schon mein automatisches Menü fertig. Genau, so und eigentlich waren das jetzt schon die Punkte, die wir vorher, die ich gesagt habe, ich machen würde. Gibt es Fragen? Alle komplett fertig, müde, erschlagen, froh, wenn es vorbei ist. Guten Morgen. Will wer noch was sehen? Also ich habe diese Joomla-Installation auch, die Slides sind dann auch online. Alle platt, fertig. Dann viel Vergnügen noch.